Machen wir weiter. Heute geht's weiter mit der unserer neuen Saison. Beziehungsweise nicht unserer neuen Saison, sondern mit dem nächsten Ligaspiel natürlich. Es geht heute gegen Osnabrück. Es sind halt viele Spieler, die jetzt. Und dann gibt's Meppen als nächsten Gegner. Ich habe noch einige Nachrichten reinbekommen, weil halt viele Spieler. Subspock. Na gut, die haben ja. Sind ja dran an dem, ne? Mittlerweile. Genau so ist es. Also Hugo Ferreira wird definitiv heute wahrscheinlich sein Debüt geben gegen Osnabrück. Mal gucken, ob er sein Profi-Debüt heute geben kann. Ich muss mal auf die Bank sitzen. Wie gesagt, Osnabrück wird heute nochmal eine Hausnummer werden. So. So, jetzt soll ich heute mal. Ja, der wird ja gehen. Warte mal, ich kann überhaupt ja nicht auf. Ich brauche ja nicht auf der Bank. Noch nicht. Es sind halt einige Kandidaten noch dabei, die bisher noch nicht so wirklich. Hab ich überhaupt Spieler mit einem Roman? Da könnte mal reingehen. Spasik. Hat schon gespielt. Hab's aber dann schon gemacht. Es ist einfach nur mal im Hinblick auf die. Im Hinblick auf die neue Saison. So ein bisschen auf die Zukunft. Irgendwann mal. Deswegen. So. Gehen wir mal rein ins Match. Das müsste jetzt eigentlich fast schon der vorletzte Spieltag sein. Mitten ist, glaube ich, der letzte Spieltag. Und dann kommt noch Bayer Leverkusen. Und jetzt soll der vorletzte Spiel des Business eigentlich sein. Ich glaube, es könnte das vorletzte sein. Genau. Auf geht's ins Match. Training brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wer heute im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, ist klar. Denn er wird die Karriere beenden und steht in der Startelf. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wir zeigen es Ihnen live bei. Tja, liebe Zuschauer, hier regnet es leider schon seit einiger Zeit, aber ich begrüße Sie natürlich dennoch sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Und das ist so ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Es verspricht viel. Und ja, es ist der vorletzte Spieltag. 37. Wie sich dieses Spiel entwickelt. Ich glaube, das wird spannend. Beide Mannschaften werden das Spiel sehr ernst nehmen. So, auf geht's. Ins Match. Es ist der 37. Spieltag in Liga 2, Liga 3. Und das ist die Truppe vom VfL Osnabrück. Die uns ja im Hinspiel ja auch so sehr gefordert haben. Und heute wollen wir es natürlich eher klar machen. Und in der nächsten Partie, dann dürfen wir ein bisschen durchrotieren zum Abschluss gegen den SV Meppen. Aber jetzt erstmal, letztes Heimspiel, glaube ich, müsste es sein. Also ich habe ja bewusst ein bisschen
bisschen immer wieder die Rotationsmaschine angespielt. Ich werde versuchen, so viele Spiele wie möglich spielen zu lassen. Das ist die Chance. Ich möchte auch einmal gucken dann nach der Partie. Ja, schade. Ja, noch gar nicht gespielt hat die Saison. Damit war halt allen, jedem einzelnen Spieler mal einen, mindestens einen. Vor dem Spiel stand er im Mittelpunkt der Diskussion. Denn er hört ja auf, geschieden. So schade genau. Das auch ist, er hat sich jetzt. Mark Haider. Ja, da ist der Manager nicht zu den wollte ich übrigens verpflichten noch für die Saison, für die Saison, als es gar nicht lief. Sie hatten ja so ein Spiel, wo wir 4-5 Spieler nicht gewonnen haben. Ganz wichtiger Mann, nicht nur spielerisch, auch fürs Teamgefüge. Auf den konnte der Trainer immer bauen, konnte sich immer auf ihn verlassen. Der war immer da. Ach, jetzt ist Schluss. Super Pass! Klasse! Nova! Also. Frühes Tor ist immer wichtig. Jetzt ist der Jubel groß. Hammer's. Hugo, Nummer. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Tor Nummer 12. Er hat schon ein paar mehr Tore, definitiv. Weil der war ja zwischendurch mal wieder nach CRB gegangen. Also gar nicht gespielt hat. Zweier dann durchweg gespielt hat. Der Vorteil ist, wenn wir jetzt den einen oder anderen Spieler abgeben, gibt es ja noch ein bisschen Geld. Wir haben ja mehrere Spieler auf der Transferliste gesetzt, die jetzt definitiv den Kader verlassen werden, den Club verlassen werden. Sollen, wie gesagt, ich werde viel auf die Junge, viele junge Talente setzen. Und mal schauen, wer bleibt, wer geht, was es am Ende wird. Wer vielleicht kommt irgendwann mal. Gefährlich jetzt. Und zwar kein Abseits. Ich habe kurz gezögert, weil es dann sagen, dass es ein könntes Abseits ist. Aber es war nicht. 2-0. 20. Wir sehen uns das Tor gerne nochmal an. Zunächst der Steilpass. Und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. So. So, boah. Ja, komm ich durch. Guter Zweikampf. Wer hat den Ball? Da suchen sie jetzt die Lücke. Aber wir sehen's. Ballverlust. Peters. Der eigentlich Rechtsverteidiger spielt. Vielleicht mal mit einer Situation. Mit der guten Sterner. Und den Weg frei. Und da war der Herr Kühn dran. Ja, wäre Tor Nummer 2 gewesen in dieser Partie. Doppelpack verhindert. Gute Aktion. Ah, der kommt nicht. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Der Klopf. Gutes da drin die Verteidiger da irgendwie. Gefährlicher Steilpass. Entschuldigung, der Weg kommt nach außen, Putaro. Der war auch schon gefühlt überall, ne? Der war bei Braunschweig, Bielefeld. Jetzt bei Osnabrück. Abwehr macht zu. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Abseits. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Er startet zu früh, Fahne ist oben. Die Abseits. Idee war gut, aber die Situation war schlecht. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Man führt, man ist auf dem besten Weg, den Sieg einzufangen. Auch jetzt haben sie wieder den Ball. Sie bauen ihren. Nein, was war das? Für den Titel. Ja, aber sie müssen aufpassen, dass ihnen die Sache hier nicht entgleitet. Das sollten was sie das denn? Als Warnung nehmen, müssen konzentriert bleiben, denn das ist bei weitem kein. Oh, was für ein krasser Torwartfehler, Leute. Nicht in trockenen 1-2 nur noch, aber. Ah, da ist der Torwart.
Die Szene will ich mir nochmal angucken. Die tut nämlich weh. Ja, hier. Der hat den eigentlich fast, er hat den sicher gehabt, der hat ja noch was verloren dann. Aktuelle ja, Petram auf jeden Fall. 2:1. Eieieiei, so kannst du auch ein Spiel wieder so ein bisschen in die falsche Richtung lenken. Sterne. Jetzt schießt er. Jetzt schießen Ball knapp daneben. Ja, er kann es nicht fassen. Wie kann man diese Chance vergeben? Der kocht und das Zittern geht weiter. Ja, es ist jetzt egal, weil wie gesagt, das Ding ist ja eh sicher. Aber das letzte Heimspiel willst du dann doch noch gewinnen, irgendwie. Vielleicht der Ausgleich. Und guter Ball. Da hätten sie ein Haar das Tor gemacht. Ich weiß jetzt, wenn du gewonnen hast, jetzt hast du ein bisschen Muffensausen da hinten. Ich muss jetzt stehen bleiben. Und Riesen. Es ist Pause in dieser Begegnung. 1:2. Die erste Spielhälfte und die Gastgeber liegen hier in Führung. Da zeigen sie wieder, warum sie die beste Heimbilanz haben. Sie haben die beste Heimbilanz und sie zeigen auch in diesem Heimspiel wieder, warum. Es ist einfach stark und souverän. Okay, noch ist die Führung dünn, hauchdünn, aber man spürt schon, sie haben es im Griff und sie können noch zulegen. Ich bin sehr gespannt. So. Wie gesagt, die Ergebnisse sind mir gerade herzlich egal. So, auf geht's. Halbzeit Nummer 2. Ist ein Platz jetzt für Andresen. Aber der Ball ist weg. Aber nicht der, und der macht da ganz, ganz wenig draus, indem er so ein Ding spielt. Viel Platz für den Konter jetzt. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner das zu unterbinden. Der Ball beim Torhüter. Andresen. Der jetzt auf Tempo geht. Übrigens gelb gesehen für sein Foul. Vorhin. Der macht das Ding. 3:1. Und das ist ein Linksverteidiger. Der marschiert mal eben kurz durch von hinten und holt das Ding. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann setzt er sich durch. Ja. Willenstein. In Pfosten, rein ins Glück. 3:1. Keine Chance. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Der Klopf, der bleiben wird, lange bleiben wird. Aber wie gesagt, in der. Mal gucken, ob er dann nächstes Mal in der zweiten Liga reißen kann. Geduldiger Aufbau. Ja, aus der Brücke macht es ein bisschen. Und dann ist okay. Der Ball weg. Der gehen wird, wahrscheinlich. Und Putaro. 2:3, 60. Minute. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt ja, er sich durch. Das ist auch wieder so ein blöder Fehler. Drin ist er. Abpraller, traut wieder zurück. Lataya. Hier wird der Mut tatsächlich belohnt. 3:2 also. Da ist alles drin. Sie haben Platz. George. Ja, George. Gute Chance. Aber sogar noch mehr. Ja, einfach volle Lotte drauf gehalten, das war nicht die ideale Option. Na, warum nicht? Wollen wir mal versuchen. Hier jetzt einen Wechsel geben. Ja, schade. Also plötzlich ist Osnabrück wieder jetzt ab, muss aufpassen. Drin in der Partie. Der Schuss jetzt. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Wieder Perrier. Also Torwartfehler und halt der Abpraller von Lataya. Also zwei mehr oder weniger geschenkte Tore für den VfL. Sterner, der auf Tempo geht. Der auch viel zu schnell ist für gerade. Sie haben jetzt Platz auf Außen.
Und jetzt die Chance. Geblockt, aber weitergefahren. Hat. Es gibt Strafstoß. Es gibt Handspiel, es gibt Strafstoß. Es ist das in der 81. wieder auf zwei weg. Man kann wieder auf zwei gehen. Naja, knapp was. Aber es war Hand. Jetzt werden sie wechseln. Bertram, der das Tor gemacht hat, ist jetzt hier Kabinose. Ja, der jetzt ist gut. Können Sie die Führung erhöhen. Der Strafstoß ist drin. Eckloff, 4-2, 72. Wie gesagt, der Kreis so klein wie möglich. Und wenn dieser Keeper, wie gerade bei uns gezuckt hat, der zieht dann nach rechts und zuckt nach rechts, und dann geht er auch in diese Ecke und dann wisst ihr, dass ihr den nach links einfach legen müsst. Oder in die Mitte, wie auch immer. Also auf jeden Fall das. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. 2-4. Lilian Eckloff verwandelt. Souverän. Ich glaube, ja, es gab mal eine Phase bestimmt in der Saison, da hatten wir, glaube ich, fast jedes gefühlte Spiel jetzt einen Elfmeter gegen uns. Sie verlieren den Ball. Kurzer Blick zur Uhr. Ah, den Liste ablaufen. Viertelstunde, ja. Haas. Stern. Spieler bieten sich an. Gut gemacht. Fast. Ja, fast. Aber ja, alles gut. Es ist bisher nichts passiert. So, da kann man jetzt mal wechseln. Ich will jetzt dreimal wechseln. Aber nicht drin. Ah, das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. So, Dreifachwechsel. Das heißt, wir haben noch ein bisschen. Zehn Minuten noch auf der Schlussphase jetzt. Ja, jetzt, wenn wir gesagt, Debüt, glaube ich. Der Debüt feiert er nicht. Gefährliche Szene. 4-2. Das ist das Tor zum Sieg. Sie erhöhen weiter, da passiert nichts mehr. 83. Gerade auch eingewechselt erst mit seinem Tor. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz, kein Schnäuzig. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Auf jeden Fall das letzte Heimspiel werden wir haushoch gewinnen. Thurmann. Das sieht vielversprechend aus. Die Gelegenheit. Ah, dicht direkt den Doppelpack. Dann doch letztlich harmlosen Ball. Ah, keine gute Aktion. Ja. Was gibt er hier? Torwart? Okay. Das wär's, wenn er das Ding jetzt einfach mal eisekalt ins Netz haut. Das wär's jetzt natürlich. Die Chance jetzt. Gute Parade nach diesem Freistoß, aber auch eine dankbare Aufgabe. Hab das Ding. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Okay, er versucht jetzt gerade. Ich weiß jetzt nicht, was das FIFA jetzt gerade ist, warum der Keeper jetzt regelmäßig spielt. Jetzt ist es soweit. Schlusspfiff in dieser Partie und jetzt warten hier alle auf. Sie haben es geschafft. Das ist der Titel und jetzt ist die Freude natürlich riesengroß, auch wenn sie die Trophäe heute noch gar nicht bekommen. Nee, die gibt es erst im Heimspiel, aber ich glaube, das war ein Heimspiel. Aber gut. Die Trophäe haben wir ja. Kriegen wir im letzten Spiel. In der nächsten Woche. Nee, waren sie schon, ne? Dann waren sie wirklich die. Das haben sie sogar schon. Glückwunsch an die Spieler und natürlich auch an den Trainer. Hat's doch, wir haben sie geholt. Alles, alles wollt. Und jetzt nächste Woche. Das kann nicht mal sein. Aber ist egal. Jetzt werden wir haben den Titel unter Dach und Fach. Wir haben die Aufgabe gelöst. Sieg Nummer 4 jetzt in Folge. Hat der Niederlage in Zwickau. Haben wir sie jetzt alle nach und nach geholt.
Und jetzt eben halt den VfL Osnabrück mit 5:2 gezwungen. Also dritte Mal Folge, 4 Tore mehr. Also 4-2 Mainz, 4-0 Aue, 5-2 Osnabrück. Davor aus Oldenburg geschlagen. Jetzt haben sie wieder den Ball. Sie bauen ihren Angriff auf. Aber halt das Ding in Zwickau verkackt. So, ich brauche jetzt kein Interview. Wir gehen weiter in die Saison. In der Saison. Letztes Spiel ist Metten und dann kommt Leverkusen. Also zwei Spiele haben wir noch. Und dann ist die Saison beendet. Ich ziehe sie jetzt auch noch komplett durch. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn dann nicht die Nachricht noch reinkomme. Genau, Transfer Moritz Heinrich. Warte mal. Er geht nach. Also wird den Verein verlassen. Schubase geht nach Wolfsburg für 400.000. Das ist auch wieder gutes Geld. Gut, in der nächsten Partie ist dann der Saisonabschluss gegen Meppen. Und dann freue ich mich, wenn er wieder dabei sein wird. Bis vor es dann zum DFB-Pokalfinale in Berlin gegen Leverkusen geht.